Weiteres persönliches Highlight von mir, das Planungsteam. Aber jetzt der Jack 9. Schauen wir das Flugzeug von Joachim Lugemba. Ihm haben wir heute über dem Himmel von Dittigen schon mal gesehen, in der C3605. Er ist zurückgeflogen nach Sion, hat das Flugzeug gewechselt. Und da ist er wieder mit dem russischen Jagdflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg, der Jag 9. Anweisung an ihre Piloten rausgegeben, wenn eine Jag 9 würde treffen, sollten sie unter keinen Umständen frontal oder aktiv angreifen. Im Vergleich zu den vorher genannten Typen ist die Jag 9 aber relativ klein geraten. Doch eben die kompakte Größe von dem Flugzeug ist das Leistungs-Gewichtsverhältnis sehr erstaunlich. Das tut der Joachim Lugemba was. Das Flugzeug, das hier gezeigt wird, gehört ebenfalls der 46 Aviation SA in Sion. 1999 ist das Flugzeug sehr aufwendig restauriert worden. Dazu sind originale Formen und Werkzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg. Durch die kurze Spannweite von nur 9,75 m.